Wir haben letztens blaue Produkte gefriergetrocknet und ihr habt das so gefeiert und wolltet noch mehr blaue Produkte sehen, also machen wir das heute. Dieses Mal starten wir mit den Nerds Gummy Clusters, die kennt doch wirklich jeder, oder? Die sind normalerweise richtig weich und ich bin so gespannt, ob sie crunchy werden. Weiter geht's mit dem beliebten Slabs Tamarind Blue. Den Slab habe ich mir so gut es ging zu einem Lolli geformt und so kommt er jetzt aufs Blech. Die M&M Salted Caramel durften nicht fehlen und da wir ein blaues Blech machen, habe ich mir natürlich nur die blauen rausgepickt. Und ich hoffe natürlich, dass sie durch das Karamell richtig schön aufgehen. Was wäre ein blaues Blech ohne ein blaues Laffy Taffy. Und deswegen kommt es auch mit drauf. Dann wollte ich noch unbedingt die Juicy Drop Gummies mit aufs Blech packen. Und die werden natürlich auch mit dem sauren Gel gefüllt. Leute, denkt ihr, dass damit was passiert? Ich habe da noch etwas nur vom Gel aufs Blech gegeben, damit wir genau sehen können, ob was damit passiert ist. Auf die Warheads Raspberry Cubes bin ich auch so gespannt. Ich hoffe, dass mit denen etwas passiert, aber ich glaube nicht. Und zum Schluss kommen noch die Sour Punch Blue Raspberry Bites mit drauf. Wobei ich glaube, dass mit denen nichts passieren wird. Kommt heute Abend wieder vorbei für das Ergebnis.